Läuft. Hallo, wie geht's? Ich mache heute ein Klärwerk. Dazu braucht man am Anfang natürlich erstmal Schmutzwasser. Das Herstellen vom Schmutzwasser ist ganz einfach. Man nimmt einfach Erde und Wasser, mixt das zusammen, tut noch ein bisschen Grünzeug rein, vielleicht auch Zucker und Salz und fertig. Man braucht für das Experiment eine Flasche, bei der man oben, also in dem Fall unten, den Boden abschneidet, sodass ein Loch drin steht. Den Deckel kann man auch abmachen. Man braucht ein Glas, es kann auch so ein Einwegglas sein, natürlich leer. Ein Kaffeefilter, Kreppband, es kann auch anderes Klebeband sein, ich habe nur das genommen. Dann Sand, kleine Kieselsteine, mittlere Kieselsteine. Man kann auch was anderes nehmen, Hauptsache ist es nicht alles gleich groß. Dann so Holzspäne habe ich noch genommen und ganz große Steine. Wir fangen mal an, indem wir die Flasche nehmen und hier runter den Kaffeefilter tun würden. Den würde ich dann mit dem Kreppband festkleben und ins Glas stellen. Als erstes würde ich dann den Sand oben reinschütten. Danach den ganz feinen Kies, den mittelfeinen, die Holzspäne und als letztes das grobe Gestein. Wenn ich damit fertig bin, drücke ich noch alles ein bisschen zusammen und gieße das Schmutzwasser rüber. Unten ist dann ein Glas, in dem sich das saubere Wasser befinden sollte.